Ich grüße Sie, lieber ewiger Judas. Ich füttere keine Trolle. Es macht mir Spaß. Die Leute, die mich in diesem Jahr zerstören wollten und auch meine Mutter zerstören wollten, ins Visier zu nehmen und den Spieß umzudrehen. Und ich ruhe auch nicht eher, bis ich Erfolg habe. Bis Leute im Knast landen oder dort, wo man mich so gerne haben möchte, in der Forensik, und zwar im forensischen Gefängnis oder in der forensischen Psychiatrie, für ihren ausgeprägten Sadismus im Umgang mit mir. Und ich sorge auch dafür, dass die Leute, wie viele es auch immer waren und ob da nur einige wenige hier aus dem Berliner Raum dahinter steckten oder das aus dem Bundesgebiet inszeniert wurde, mich bis ins Krankenhaus zu verfolgen und dort zu filmen. Ich möchte die Leute mit Leid überhäufen und das werde ich auch. Ich möchte, dass ihre Familien daran zugrunde gehen, an ihrer Boshaftigkeit. Ich möchte, dass die Männer, wenn Frauen dabei sein sollten oder vielmehr die Frauen, die Geschwister, die Kinder, die Eltern auf sie spucken, sie aus ihren Familien verstoßen, wenn sie mitbekommen, was sie mit einem Mann aus dem fernen Berlin angerichtet und gemacht haben. Ja? Oder auch hier in Berlin. Ich möchte systematisch zerstören und ich werde systematisch zerstören. Ihr dürft nicht vergessen, was mir angetan wurde. Vom SEK-Einsatz, der aus YouTube gegen mich inszeniert wurde, bis hin zu dem Umstand, dass meine Mutter schon einmal in diesem Jahr im Krankenhaus war, wegen euch Abschaum. Letztendlich, das steht ja alles in Verbindung zueinander. Ich möchte Leid und Elend und Zerwürfnis und Zerstörung in eure Leben bringen. Denn ihr wolltet auch mich zerstören, systematisch. Und ihr versucht es bis heute. Wisst ihr, wie ich bin? Mit wem ich mich am meisten aus dem Star Wars-Universum identifizieren kann? Weil auch er seine Mutter erst vorfand, nachdem sie von den Herrschern, den bösen Tastenmäders, zu Tode gefoltert wurde? Ich bin wie Anakin Skywalker. Der spätere Darth Vader. Rache ist was Schönes, meine Lieben. Wenn die Basis dessen Liebe ist, Liebe, Wissen um sich selbst, dass man ein gutes Wesen in sich birgt, dass man eine so gute, gottvolle Mutter hat wie kaum einer auf der Welt, ja, der man so viel zu verdanken hat. Und nun kommt ihr ins Spiel und denkt oder dachtet bis vor kurzem, ihr könnt mich gründlichst fertig machen. Ihr könnt bewirken, dass ich irgendwann Amok laufe oder dass ich wie zum Beispiel Tanzverbot meine Wohnung verliere. Daraus wird nichts. Rache ist ein Gericht, was man am besten kalt serviert, ewiger Judas. Und ich ruhe nicht eher, bis etliche, Dutzende oder Hunderte von euch Abschaum da draußen im Knast sind oder in der Forensik. Und seid euch sicher, ich bin bestens vorbereitet. Und es kann, wie gesagt, mal sein, wenn mal wieder einer von euch hier arglos bei mir klingelt und Unfug hier vor unserer Haustür macht, dass plötzlich ihm jemand von hinten auf die Schulter klopft und dann ist es auch schon zu spät. Das meine ich todernst. Denn, wie gesagt, die Polizei, darauf kann man sich nicht verlassen. Die kommen erst, wenn es wirklich grenzwertig ist oder wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Ja, das hatten wir alles schon. Da wurde nach 2 Stunden angerufen, ach, sind Sie weg, dann gehen Sie mal ins Bett, Frau Baraka. Darauf ist geschissen. Ja, auf die Unterstützung oder sogar Schutz durch die Polizei. Ja, obwohl solche grenzwertigen Übergriffe stattgefunden haben und man vor Ort auch bestens durch mich informiert ist. So bist du Gottes Sohn, so hilf dir selbst, ist ein altes deutsches Sprichwort und nichts ist wahrer als das. Ja. Aber ich bin ja kein Einzelfall. Ja, man braucht sich mal in den Weiten bei YouTube nur umgucken, mit was für anderen eigentlich ganz lieben Menschen ihr auch euer diabolisches Spiel treibt. Wie mit dem Tanzverbot, mit dem armen Lukas Heil, ja, der euch sowas von hoffnungslos unterlegen ist. Und das wisst ihr auch, auf dem hackt ihr auch rum. Ihr seid keine guten Menschen. Ihr seid keine wertvollen Menschen und ihr seid auch kein guter Beitrag zur Gesellschaft und zum sozialen Kontext in dieser Gesellschaft. Im Gegenteil, ihr sorgt für Spaltung, ihr sorgt dafür, dass Leute wie ich in Position gehen gegen euch
und genauso gnadenlos und erbarmungslos gegen euch in den Krieg ziehen, weil ihr habt das nicht anders verdient. Bei manch einem von euch wird's noch ans Eingemachte gehen. Durch mich. Also, lieber ewiger Judas, es wird Zeit, mal hier Fraktur zu sprechen mit einigen überwiegend Herren, die vor ihrem PC selbstgefällig sitzen und denken, sie könnten hier Terrorismus ausleben und Sadismus, ja, und ungestraft davonkommen oder hier vor Ort vorsprechen, wie ich das mal nenne, und mich verfolgen oder auch mal hier filmen oder abfotografieren. Es wird Zeit. Es wird Zeit, dass Lebensläufe gebrochen werden und zerbrochen werden, und zwar eure. Nennt mich doch Anakin Skywalker oder Son of Anakin. Das bringt es ziemlich auf den Punkt in Bezug auf die Rache der Sith und wie er seine arme, gebeutelte Mutter auch zuvor gequält und gefoltert vorgefunden hat. Das bin ich 1:1. Rache ist einfach was Geiles. Ja, und wenn es dann mal im Umkehrschluss die Richtigen trifft. Wie sagten Sie, Herr Bellendorf, und da haben Sie recht ausnahmsweise mal, Karma is a bitch. Es kommt alles auf einen zurück. Alles. Und da ihr sowieso nicht aufhört und mir das auch schon mehrmals schriftlich angekündigt wurde, ob mit oder ohne YouTube, kein Thema. Und übrigens, sozial hin oder her, die Spendenaktion jetzt ist die erste offizielle als GEMA und die letzte. Und da könnt ihr so viel disliken, wie ihr wollt. Ich bin der Herr über mein Leben, nicht eine Sekunde einer von euch. Und ich bestimme den Kurs in meinem Leben, nicht eine Sekunde einer von euch. Es sei denn, er ist vielleicht sogar lebensmüde, sage ich ganz ehrlich. Das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen. Denn wenn man mich je angehen sollte, ja, dann passiert's eben. Und wenn dann die Polizei anrückt, dann lieg ich nicht blutend am Boden, sondern jeder von euch, der meinte, die Tollkühnheit besitzen zu müssen, mir mal auflauern zu wollen, um mir wehtun zu wollen. Und wenn es extrem wird, dann wird's eben extrem. Ihr seid ja auch Vertreter der Extreme. Der bösen Extreme im Leben auf dieser Welt. Tja, wo steht geschrieben, dass nach über 2000 Jahren, nachdem ein gewisser Herr aus Judäa oder Palästina damals noch schon ans Kreuz geschlagen wurde, dass man, wenn man gut ist, die Wange hinhalten muss? Das muss man nicht. Man kann genauso im übertragenen Sinne sein Schwert zücken und zuschlagen und zuschlagen und zuschlagen und zuschlagen, bis im gegnerischen Lager nichts mehr übrig ist. Ihr habt euch hier wirklich unter 7 Milliarden den grundverkehrtesten Menschen ausgesucht und versucht, demjenigen weh zu tun. Also, und das mit dem Social Gaming ist eine undankbare Geschichte, weil ihr seid Heuchler. Ich habe jetzt etliche Mails erhalten, etliche, in denen ihr mich lobt, ja, zieh dein Ding durch und so. Und wer hat von euch gespendet, von euch Pappnasen? Niemand. 3 haben bisher gespendet. Es sind summa summarum Moment einmal 5 Euro, einmal 3 Euro, einmal 1 Euro und heute ist schon der 15. gerade mal 8 Euro für die armen, krebskranken Kinder für die Krebsstiftung zusammengekommen. Fasst euch mal an eure eigene Nase. Ihr Blender und Faker, fasst euch mal an eure eigene Nase.
Ja, ihr habt das auch gar nicht verdient. Die YouTube-Community hat das gar nicht verdient, dass ein anständig gebliebener Mann wie ich sich da einbringt. Mit Herzblut. Ihr habt das gar nicht verdient. Ja, dass ich da was reiße. Tja, so ist das. Dieser Kanal wird noch in diesem Jahr nicht gelöscht, aber umbenannt. Und ich werde dieses Medium YouTube gegen euch einsetzen. Und ich werde auch generalstabsplanmäßig nächstes Jahr was auf den Weg bringen. Denn dann klicken diesmal in der richtigen Richtung, nämlich in eurem Lager allein die Handschellen und werden auch Kriminalpolizei und Sondereinsatzkommandos vorsprechen. Die Nummer ist für euch auch nicht ausgestanden, noch lange nicht. Und ich gebe auch erst eher Ruhe, bis alles von euch hinter Schloss und Riegel ist, wie auch immer. Nehmt euch ein Beispiel an Volker Bellendorf. Den habe ich heute mal besucht für einen Satz in seinem Live-Hangout. Er wollte mir helfen, hat er gemeint. Ha, schöne Hilfe. Mich mit den Feinden telefonisch zusammenbringen wollen. Zu dem Zeitpunkt waren sie es ja noch letztendlich und sind es vielleicht auch immer noch mit dem Drachenlord Kopfnuss-Kali. Und hier Klickzahlen generieren. Tolle Hilfe wäre das gewesen. Oh, hast du mir geholfen, Volker. Du Pharisäer, oh, hast du mir geholfen. Und dann keine 4 Wochen später mich zu einem psychiatrisch-forensischen Monster hochstilisieren, das ich nie gewesen bin, weil ich auch nie nachweisbar auf der geschlossenen Psychiatrie war, zu keinem Zeitpunkt in meinem Leben, auch damals nicht in den 90ern. Und da denkst du, du kommst damit davon, Volker Bellendorf, für diesen Rufmord und dieses rufschädigende Element. Denkt ihr alle, ihr kommt davon? Ich muss dir widersprechen, Oligo. Du brauchst nicht dankbar zu sein, dass es Baraka, NWO, Archiv und so weiter gibt. Das sind alles nur YouTube-Kanäle von solchen geisteskranken Psychopathen, um mich zu diskreditieren und zu diffamieren und ein Konstrukt um mich herum zu erzeugen, wo ich bestimmt nicht hineingehöre. Ja? Ich empfehle jeden von euch, den es betrifft, auch den zahlreichen E-Mail-Schreibern über Wegwerf-E-Mail-Dienste wie Trashmail.com kommen oder Guerilla, lasst ihr euch mal auf euren Geisteszustand untersuchen, ob da nicht irgendwie eine Schraube oder mehrere Löcker sind. Denn ich denke, da liege ich goldrichtig, wenn ich das über euch behaupte. Kein normaler Mensch mit nur einigermaßen Erziehung, Anstand und Sittsamkeit lässt sich zu sowas herab und bedrängt und bedroht andere schriftlich. Angefangen von Ihnen, NWO Watch, und über Sie, ich habe Sie nicht vergessen, wieso könnte ich bei Ihrer Hartnäckigkeit, Fendor 94, das ist nicht normal. Das ist pathologisch hoch 10, hoch 10. Ja? Und ihr denkt, ihr könnt jemandem wie mir Schaden zufügen, bis ins reale Leben hinein? Nein. Denkt an meinen Vergleich über mich selber, von mir selber mit Anakin Skywalker. Ja? Und dann habt ihr eine ziemlich konkrete Ahnung und Witterung, wie weit das noch gehen kann und wird. Wenn nicht endlich von mir abgelassen wird, von mir und meinem Leben und dem Leben meiner Mutter, und hier nichts mehr passiert. Und denkt dran, dass das mit dem Social Gaming jetzt nichts mehr werden wird, das könnt ihr euch selbst zuschreiben. Ich arbeite nicht mit unaufrichtigen Naturen zusammen, die mir Honig ums Maul schmieren, aber nicht im Traum daran zu denken, zu spenden. Ja, für die krebskranken Kinder. Und es ist alles lückenlos dokumentiert.
Oligo weiß das und andere wissen das auch, dass ich damals mein PayPal-Konto abgefilmt habe, ja? Und alles mit rechten Dingen zuging, dass diese 121,04 € 1:1 abgeführt wurden an die Deutsche Krebsstiftung, ja? Und ein Dankeschreiben habe ich auch noch bekommen, eine Woche, 14 Tage später, ein obligatorisches. Also was wollt ihr? Was wollt ihr perversen Naturen da draußen überhaupt von einem wie mir? Habt ihr was von mir zu wollen? Die Antwort gebe ich ganz allein. Ihr habt nicht so viel, nicht eine Nanosekunde von mir was zu wollen oder euch an mir zu reiben oder zu stoßen. Keiner von euch. Ja? Und wenn ihr es aber weiter auf die Spitze treibt und wenn hier irgendwann einmal, es ist ja bald Weihnachten und auch bald Silvester, wieder etwas Unorthodoxes sich hier manifestiert, könnte es sein, dass ich Schlagzeilen mache. Aber nicht zu meinem Nachteil, sondern zu eurem Nachteil. Ja? Und wenn das dann erstmal wirklich dann bei der Presse ist, dann ist das ein Selbstläufer. Denn richtig gute Investigativjournalisten knien sich in sowas hinein, wenn sie erkennen, dass da eine abstruse, obskure und auch brutale Story dahinter steckt. Und da ihr ja aus der Anonymität, die ihr euch einbildet, heraus agiert, ja, und rückgratlose, feige Schweine seid, ja, tja, aber wie auch immer, nach euren Regeln ging das im Prinzip noch nie. Das sollte euch bewusst sein. Nicht eine Sekunde. Es gab nie ein Mimum Baraka Game. Ja? Im Prinzip habe ich immer mich gegenüber euch durchgesetzt und habe schon lange den Braten gerochen, bevor er sich ankündigte. Also, und ihr kennt ja noch, ich bin ja Star Wars Fan, bin jetzt auch kein so großer Fan der neuen Episoden, der zuletzt neuen Episoden, die dunkle Bedrohung, Angriff der Klonkrieger und Rache der Sith, die meine ich. Aber erinnert ihr euch noch an Angriff der Klonkrieger? Als die Direktive 6 in Kraft tritt? Muss ich mehr sagen? Also, das ist es im Wesentlichen. So wie am 19.11. in ein paar Tagen der Spendenaufruf für die Krebsstiftung beendet ist, werde ich flugs das abfilmen mit meiner Actioncam, die Gesamtsumme, die Identität der Spender wird nicht preisgegeben, sonst hängt ihr denen am Hacken. Da haben mich auch schon entsprechende Mails erreicht, zu Recht, dass ich darauf achten soll, dass das nicht abgefilmt wird aus Versehen von mir. Und dann wird der Spendenvorgang wieder dokumentiert, wie damals auch. Dann gehe ich auf die Krebsstifte-Seite, logge mich über mein PayPal-Konto ein, nehme die Zahlung eurer Spenden vor und einige Minuten später ist das dann auch sichtbar in meiner rechtsbündigen Geldeingangs- oder Sendungsleiste. So einfach ist das. Und so habe ich es damals auch gemacht, dass ihr euch nicht lächerlich vorkommt, ja? Auch gewisse Herrschaften hier aus dem Berliner Kölner Raum, dass ihr euch nicht lächerlich vorkommt, wie aussichtslos es ist. Mir wolltet ihr weismachen, ich kämpfe gegen Windmühlen. Nein, ihr kämpft gegen meine Windmühlen. Je mehr ihr mich in die Mangel nehmt, wie auch immer,
schriftlich, postalisch, persönlich real, hier sich rumdrückend, umso schlimmer wird es für euch am Ende und aussichtsloser. Und ich bin einer, der auch nachtritt. Der auch nachtritt. Buchstäblich. Nichts anderes würdet ihr bei mir auch machen, wenn ich euch die Gelegenheit dazu geben würde. Ja, ihr würdet liebend gerne sowohl mich als auch meine Mutter gründlich zerbrechen und in den Tod treiben wollen. Solche perversen Naturen seid ihr. Aber aus der Nummer wird nichts. Da habe ich noch ein gehöriges Wörtchen mitzureden. Und ihr holt nur das Beste aus mir heraus, ihr Terroristen des 21. Jahrhunderts. Ihr seid alle kein Deut besser. Kein Deut besser als diese Monstren aus der islamischen Welt, diese fehlgeleiteten Moslems und Muslime, einige wenige, die IS-Kämpfer wie dieser Brite Jihad John, der die Leute vor der Kamera geköpft hat und so weiter. Ihr macht das subtil, ihr versucht medial die Leute hinzurichten und vorzuführen und überschreitet natürlich auch bis in die Realität eurer mutmaßlichen Opfer die Grenzen des Erträglichen. Ihr kommt auch real hier angeschissen. Bin ich ja das beste Beispiel dafür. Aber der IS ist am Ende. Und so wie auch immer Gott will, und der wird wollen, da habe ich ein Wörtchen mitzureden, als Mensch, als Individuum und selbstbestimmt lebendes Wesen, das wird auch ein Ende haben. So wie die IS jetzt mit Pauken und Trompeten untergeht, werdet ihr auch untergehen. Und wenn es an mir festzumachen ist, bitte. Ich habe euch nicht in mein Leben eingeladen. Ja? Weder Sie, Herr Grafenfried, noch Sie, Herr Mario Heinz Terrorfürst und wie Sie sich alle nennen. Ihr habt euch mir aufgedrängt. Ihr habt polarisiert, provoziert und mich angestachelt und beleidigt und gedemütigt und bis aufs Blut gereizt. Tja. Und wer von euch bisweilen mein Bild, das ich in jungen Jahren mit 18 gezeichnet habe, intuitiv richtig interpretiert, wird erkennen, dass es sich dabei nicht um einen nackten Ninja handelt, sondern um ein männliches Wesen in lauernder, zum Sprung bereiter Haltung, vor ihm ein Kelch und ein Schwert liegend und statt eines menschlichen Kopfes ein schwarzer Totenkopf. Ja? Also, so viel zur Wahrnehmung von euch, ja, von Dingen, die ich mal früher hochgeladen habe oder publik gemacht habe. Der Kelch ist bereit und das Schwert der Rache wartet nur darauf, in eure Leben einzudringen und sie zu zerstören. Tja, wie kann ich mich nennen? Da ich ja dann doch auch ausreichend großer Star Wars-Fan bin, Anakin Sun? Nee, dann wäre ich ja Luke Skywalker, nee. Ach, zu viel Anleihen bei Hollywood, auch wenn ich das jetzt gerne erwähnt habe, muss nicht sein. Ich denke, ich komme als der stets polarisierende und bekannte Klartext wieder. Na, Klartext. Und den werde ich dann noch so manches Mal mit euch sprechen, wie auch immer. Auch über die Justiz und die Polizei und Staatsanwaltschaft. Ach ja. Tja. Ich bin kein Mettlieferant mehr. So wie ihr das immer sagt. Da wird es nicht mehr viel Möglichkeiten geben, über meine Person sich lustig zu machen oder Pseudo-Videospielchen zu erstellen oder sonstiges. Ich weiß schon, wie ich euch die Grundlage entziehen werde, über kurz und lang. Ja, mich hier verhohne piepeln zu wollen oder auf meine Kosten hin Pop-Art aus mir machen zu wollen und zu denken, ihr kommt ungestraft davon, wenn ihr meint, das Recht zu besitzen, mich irgendeiner Art von Lächerlichkeit preisgeben zu dürfen. Und
Das ist mir egal, was einer von euch mir schrieb, ob ich das ernst meine mit YouTube schließen oder schließen lassen. Dann habe ich nicht nur ein paar Hater, sondern Millionen Feinde. Na wunderbar, dann habe ich Millionen Feinde. Dann habe ich eben Millionen Feinde. Viel Feind, viel Ehr. Kennen wir doch diese Redewendung. Zumindest die Älteren unter euch. Viel Feind, viel Ehr. Mir ist das egal. Solange diese sogenannte, und ich sage mal lieber asoziale Plattform YouTube, solche Auswüchse zulässt, YouTube Deutschland, YouTube Amerika, weltweit, kann es durchaus sein, dass ich die Kraft und Energie und das Know-how entwickeln werde und wenn es Jahre dauert, dafür zu sorgen, dass YouTube Deutschland zumindest geschlossen wird. Für alle Zeiten, ja? Und auch keiner Renaissance mehr entgegengeht, ja? Dann habt ihr keine perverse Spielwiese mehr. Dann könnt ihr nicht mal soeben die Leute verfolgen, bis ins reale Leben und terrorisieren. Wegen euch? Mentalkannibalen und mehr. Ja? Nehmen sich labilere Naturen, als ich das bin. Unter Umständen sogar das Leben, ihr perversen Schweine. Ja? Oder verlieren wie der arme Tanzverbot ihre Wohnung. Ja? Nur weil ihr es auf die Spitze getrieben habt gegen ihn. Und er sich noch viel weniger beherrschen konnte als ich. Und dir, lieber Lukas Heil, gesagt, ich bin in Wirklichkeit kein Freund von Gewalt. Und das tut nicht Not. Hilf dir lieber selbst. Wäge lieber jedes Wort genau ab, was du auf YouTube wählst. Lass dich von diesen geisteskranken Psychopathen nicht mehr ängstigen und ins Boxhorn jagen. Ja? Und denke dran, lieber Lukas Heil, das sind nicht alles nur Trolle und Hater, die nur vor dem PC Täter sind. Das sind durchaus auch Menschen, die real in deinem Leben auftauchen könnten und linke Dinger mit dir versuchen könnten. Das sieht man an mir. Und das hat man auch bei dem sogenannten echten, authentischen Rainer Winkler aus Altschauerberg Emskirchen gesehen, der sich jetzt schon 5 Jahre damit letztendlich rumplagen muss. Das ist keine Lebensqualität. Mit Ihnen, Herrn Winkler, dem Echten, möchte ich nicht eine Sekunde tauschen im Leben. Nicht eine Sekunde. Und dass ich nicht zu einer Art zweiten Berliner Ableger Rainer Winkler werde, dafür sorge ich schon. Dafür sorge ich schon. Darauf könnt ihr alle eure Ärsche verwetten. Jeder einzelne von euch. Naja. Genug geblubbert, also ihr wisst Bescheid. Social Gaming ist nur undankbare Kiste. Da ihr Heuchler seid allesamt. Einerseits klopft ihr mir auf die Schulter, wie toll ihr das Projekt findet, aber keiner von euch hat auch nur im Entferntesten was für die krebskranken Kinder übrig. Ja? Heute haben wir schon den 15., nur noch 4 Tage und ich wette, es kommen noch nicht mal 50 Euro zusammen für die krebskranken Kinder, noch nicht mal das, weil ihr herzlose, egoistische, selbstbezogene und vor allem sadistische Arschkrampen seid, jeder einzelne von euch, der denkt, wenn er hinter dem PC sitzt, sich ein Alias gibt, ein Pseudonym und auf einen wie mich schriftlich losgeht oder wie auch immer. Er ist der Obermacker, er ist der Oberking. Oder wenn er, ja, ein Video dreht, ja, und sein Gesicht farblich verfremdet, damit seine verkommene Identität nicht erkennbar ist auf den ersten Blick und mir droht und hier vorliest von unserem Klingelschild, von meinen Nachbarn, ja, dass ich da vor Angst schlottere und vergehe, ja, und so weiter und dann das Wort NWO in den Mund nimmt. Hier, 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 ja? Das ist kein Kunststück, zu wissen, wer hier in meinem Mietshaus wohnt. Dafür hat ein gewisser Herr, mutmaßlich aus Berlin-Neukölln, schon mehrfach gesorgt, wenn er hier vorsprach, vorzugsweise abends, mal auch am Tag, und unser Klingelschild abfilmte. Tja. Und ihr sogenannten Vertreter der NWO, seht mal besser zu, dass ihr alle schnell Land gewinnt und euch flächendeckend und konzentriert aus meinem Leben entfernt.
Denn wenn ich nur den leisesten Verdacht habe oder Hinweise darauf erfasse, ja, mit meiner Intuition und auch mit meiner Vorausschau, dass ihr so weitermacht und dass ihr weiterhin versucht, irgendwie mir ans Leben zu gehen, wie auch immer, ja, na, dann möchte ich nicht in euren Häuten stecken und in den Häuten eurer Familienangehörigen. Gebe Gott, dass meine Mutter noch lange lebt, wirklich lange lebt. Denn wenn sie irgendwann mal verstorben sein sollte, dann habe ich den Rücken frei und ich vergesse so schnell auch nicht. Vergesst das nie. Steter Tropfen höhlt den Stein. Ich habe Zeit, alle Zeit der Welt. Und ihr macht auch Fehler. Ihr seid nicht unfehlbar. Ihr wollt subjektiv diesen Eindruck bei mir und bei anderen in YouTube erwecken. Aber ihr seid auch sehr berechenbar und sehr voller Fehler und Fehlerhaftigkeit. Und ihr seid schon unterwandert, ohne dass ich meinen Anteil daran habe. Das war schon bevor diese ganze Farce gegen mich losging, Ende 16, war das schon so. In eurer mutmaßlichen Organisation sind so viele Judasse. Hahaha. Nun gut. Also, spendet und dann war's das. Und wenn nicht gespendet wird, dann werde ich diese 8 Euro abfilmen, die bisher eingegangen sind für die Kinder. Und dann ist gut und dann still ruht der See. Und nächstes Jahr ändere ich meinen Kanalnamen. Vielleicht dann doch nicht unbedingt in Klartext. Ich muss mal schauen, was passend ist im Kampf gegen euch und euch haftbar machend. Nach und nach. Ja, so wird das was. Was denkt ihr jetzt? Hä? Was denkt ihr jetzt? Der liefert wieder feinstes Mett. Na, jetzt legen wir richtig los. Der wird sich noch wundern, was wir noch alles gegen ihn auf den Weg bringen. Das denkt ihr. Wird mal wieder Zeit für ein paar obskure Briefe oder Pakete, die er nicht bestellt hat, oder Pizzalieferdienste. Oder mal kurz bei ihm schellen, ne? Oder filmen. Oder sich etwas besonders Spezielles für ihn ausdenken lassen, zu Weihnachten oder vor allem zum Jahreswechsel hin. Jahreswechsel mach mal vor Barackas Haustür Party, ne? Und polarisieren und provozieren so sehr, bis er runterkommt und ausklingt. Oder die Polizei rufen will. Das denkt ihr jetzt. Und noch viel Schlimmeres. Ich weiß das. Aber aus der Nummer wird nichts. Ich bin euch im Denken und Vorausahnen immer um Lichtjahre voraus.
Und ich meine das durchaus ernst. Wenn das Ganze sich über die nächsten Jahre dann doch so entwickeln sollte, dass ich irgendwann mal die Schnauze voll habe von meinem dann nicht mehr geliebten Deutschland. Ich komme zurück. Und wenn es ganz dumm läuft in der Weltgeschichte und Weltpolitik für dieses Land, und ihr dürft nicht vergessen, Deutschland wird akribisch beobachtet, vor allem von den Völkern und Kulturen, die besonders unter der deutschen Kuratel und Fuchtel und Tyrannei im Zweiten Weltkrieg gelitten haben, möchte ich nicht in eurer Haut stecken. Und ja, dann wird entnazifiziert, dass sich die Balken biegen. Egal ob in Ost oder West. Ich komme dann zurück. Wenn Deutschland denselben Fehler begeht wie vor über 70 Jahren und dieser Entwicklung zusieht. Egal ob in Ost oder West. Denn das habt ihr rein deutschen Feinden raus, den Leuten ihre Lebensgrundlage zu nehmen, ihr Heimatgefühl zu zerstören. Ja, ihr macht sie zu Ausländern. Ja, für euch bin ich mal soeben der Nafri, der Nordafrikaner, nur weil verdammt nochmal ein Elternteil eben daher stammt. Aber dass ich seit 50 Jahren nur mein deutsches Erbe im geschichtsträchtigen Kontext gesund und normal und selbstbewusst auslebe, das ignoriert ihr. Ja, für euch bin ich die wandelnde Rassenschande. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Aber die Schande für diesen Planeten und für Menschlichkeit und Humanismus seid ihr alleine. Und ich stehe auch zu meiner Aussage. Ich würde mir wünschen, dass der liebe Herrgott ein Riesenloch in den Himmel macht. Ich würde mir wünschen, dass der liebe Herrgott sowas wie Konzentrations- und Vernichtungslager für solche Teufel und Monstren in Menschengestalt weltweit errichtet und ihr alle dort zusammengetrieben werdet. Egal, welcher Ethnie ihr angehört und entsorgt wird, damit die Welt endlich wieder zu dem werden kann, was sie mal vor vielen Jahrtausenden oder Jahrhunderttausenden war, bevor ihr die Subrasse an Menschen hier nach und nach das Ruder übernommen habt. Das würde ich mir wünschen vom lieben Herrgott, dass er so gewaltig ein Machtwort spricht, dass jedes böse Leben und böse sein Wollende aus Überzeugung auf dieser Welt vergeht und zerstört wird. Das ist meine Geisteshaltung. Aber sowas habt ihr ja aus dem Kontext gerissen. Da wurde dann wüst zusammengeschnitten damals. Ich würde mir für Kurden und Türken KZs wünschen. Tja, ich habe nichts anderes damals formuliert, als das, was ich jetzt eben nochmal gesagt habe, in Bezug auf Entsorgung vom bösen menschlichen Leben, auf die Art und Weise. Das ist der Traum jedes guten oder auch nur halbwegs guten Menschen auf dieser Welt, für diese Welt und für sich. Nun gut, das sind jetzt gleich wieder 40 Minuten. Und damit hat sich das erledigt. 19.11. Die liebenswerten und anständig gebliebenen unter euch haben jetzt noch 4 Tage Zeit, zu zeigen, dass sie was für krebskranke Kinder übrig haben. Und ansonsten, wenn da nicht mehr so viel zusammenkommt, war es das. Und dann kannst du mir auch, Oligo, nicht mehr den Vorwurf machen, ich würde die Kinder im Stich lassen. Nein, ihr lasst die Kinder im Stich. Lobhudelt, klopft mir schriftlich in den Kommentarfunktionen, die ich teilweise jetzt wieder zulasse, auf die Schulter. Aber dass da mal 1 Euro oder auch 5 oder sogar 10 Euro bei rumkommen, scheiße ist. Ihr seid doch die Pharisäer, nicht ich. Ihr allein.
Gewöhnt euch dran. Es hat nie ein Mimbaraka geben gegeben. Ich nehme mein Leben zu ernst und zu wichtig und auch vor allem erachte es als sehr wertvoll und das Leben meiner guten alten Mutter auch, als dass ich es mal soeben von euch zu einem Spiel degradieren lassen würde. Ihr werdet noch begreifen, wer von nun an hier die Spielregeln gegen euch und eure Leben und auch gegen eure Familien aufstellt. Ja? Ihr seid die Statisten. Ja? Die Zeit irgendwann übergehen wird. Ihr geht systematisch an jemanden wie mir zugrunde. Ich niemals an euch. Nicht in 100 Jahren, nicht in 1000 Jahren, nicht in 1 Million Jahren. Ihr geht alle an mir zugrunde. Und ich wage sogar die kühne Theorie zu behaupten, manch einen wird das so schwer bis ins Mark treffen, dass er sich sogar mit Suizidgedanken trägt, wenn ich es richtig loslege. Juristisch und auch das Medium hier benutzend. Ich sag ja, ihr holt nur das Beste aus mir heraus, gegen jeden einzelnen von euch. Egal, ob ihr Dutzende seid, Hunderte oder Tausende. Ist drauf geschissen. Viel Feind, viel Ehr. In dem Sinne.